Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 auf der Map LPG Schwarzen Pumpe. Zusammen mit dem Ossi-Bauer, dem Matze und dem Tom. Hallöchen. Hallo. So, ich habe mir jetzt Hi. einfach ein jetzt größeres Arbeitsgerät besorgt, weil wollen unsere Fans ja nicht 3 Jahre lang mit einer Sache nerven. So. Wir haben jetzt muss ich mal überlegen, wir haben Dienstag. Und es ist immer noch scheiße warm. Ja, soll ja eigentlich so bleiben, haben sie gesagt. Also es soll milde, also nicht so warm, auch nicht zu kalt. Ja, die Sache ist halt die von wegen, dass die Folge zwar Dienstag ausgestrahlt wird, aber wir eigentlich Samstag haben. Also laut Aufnahmedatum müsste es eigentlich morgen anfangen zu gewittern. Bin neues. Ja, ein neues. Wo das Wasch. gewesen ist. Nein. Ja doch. Nein, jetzt nicht. Nein, jetzt nicht, naja, aber dann. Aber da ganz gedolle, du. Naja. Ach ja. Ich ziehe hier einsam meine Runden und schmeiß Chemie drauf. Ah. Was bist Ich du hab's denn für ein gleich geschafft. Chemiker? Bah, über diese Chemiker. Uah. Echt mal, ey. Kannst du dir denn keinen Striegel leisten oder was? Ihr wollt jetzt keine Blümchen haben, also kann ich doch die Chemie drauf schmeißen. Aber wir sind doch Biobauern. Der ist nicht mehr toll. Bis hier ausgesät wird, ist das alles verflüchtigt. Ja, genau. Genau. So, mal gucken. Ich möchte nicht wissen, wie lange das im Boden bleibt. Wenn wir das jedes Matze, Jahr wollen wir machen. ihn jetzt hängen oder später? Warum? Damit der Aussage ist, flüchtigt sich ja. Machen wir später. Na gut. Erstmal weitermachen, so wie wir gehabt. Also bei uns auf dem Dorf, wo ich klein war, da hatte man so ein B50 am Feldrand, sie immer abgestellt, am Wochenende Chemie draufgeschmissen, zum Mittagessen gegangen. Und es hat halt ein bisschen getroppt, das Fass. Es war ja nie alles richtig dicht. Also denn der Fleck war nachher so groß wie der B50 und den hast du noch, denke ich mal, bestimmt noch 15 Jahre immer gesehen. Also da wuchs die nächsten 15 Jahre nichts auf dem Fleck. Ich wollte irgendwie gerade sagen. So, so viel zum Thema dazu. Aber es verflüchtigt sich ja. Es dauert Mmh, nur 15 genau. Jahre. Es dauert nur 15 Jahre. Oh, das wäre ein Name für die Folge. Es verflüchtigt sich in 15 Jahren, ja. Verflüchtet sich in der Luft. Also was im Boden, das baut sich ja ab. Das ist dann halt wieder was anderes. Aha. Das muss ich schon dazu sagen. Aber trotzdem ist es. Chemie ist Chemie, ja. Also ich glaube nicht, Chemie ist dass ich Chemie. dass er das glaubt, was er selber sagt, aber. Ja, er ist frisch aus dem Urlaub, also können wir ihn nochmal verkneifen. Oh Mann. Will ich wissen, was sie dem da ins Essen getan haben. Ich auch nicht. Essen gab's reichlich, ja. Ja, Das. ja. Ja. War das gestern vor oder während des Livestreams? Wenn du Hunger hast, mach dir was. Wir müssen strenge Diät halten. Aber das hast du ja schon gar nicht mehr mitbekommen. Diese Ausflüchte hier. War voll da. Ja. Das hört man auf dem Beweisvideo.
Ich war voll da. Man hört nämlich gar nichts von dir, also von daher. Ich bin heute voll, ich bin heute voll in Steckerlaune, ey. War du mal über 10 Stunden durch die Allgegend? Ganz ehrlich, Matze, mir hat damals die 6 Stunden Zugfahrt immer schon gereicht und da war ich abends schon platt genug. Also, beschwer dich nicht. Ich beschwer mich doch gar nicht, ich denke nur. Mhm. Ja, das ist was ganz anderes. Mhm. Mhm. Komm du mir mal nach Hause oder meiner Nähe, du, dann hau ich dir einer. Nee, da werde ich nie hinkommen, das ist so ein Kaff. Aha. Nein, das ist wirklich nur Spaß, wir haben natürlich kein Beef hier. Was, Beefy? Wo ist einer? Nein, Beef, Fleisch. Boah, aber das mit Sauerkraut. Und Stampfkartoffeln. Aber hallo, aber sowas von. Gut, dass ich vor den Aufnahmen noch gegessen habe, sonst hätte ich jetzt Hunger gekriegt. Oh. Aber das wäre vielleicht eine Option für nächste Woche mal. Schön Sauerkraut machen mit. Ja, doch. Also es ist schon interessant, manchmal überlegt man sich, was man, könnte man demnächst mal wieder essen, da fällt einem nichts an und da redet man jetzt hier auf nur so ein bisschen Stusch. Und oh ja. Ja. Stusch. Ja, die Zunge ist ausgeleiert wegen warm und so, die ist gerade so ein bisschen. Du bist auch ausgelutscht. Lutschen, leckeres Eis. Oh, Erdbeer und Vanille bitte, danke. Und Schokolade. Und Schokolade drauf. Mit Sahne. Nein, jetzt wird zu viel. Wenn du jetzt noch gekommen wärst, von wegen noch mit der Kirsche oben drauf, ne? Dann wäre vorbei gewesen. Hallo. Tom sagt schon gar nichts mehr. Ich hatte von uns meinen Eisbecher. Darum geht's doch gar nicht, aber dann beteiligst dich mal an unserem blöden Gelaber. Geh doch lieber in den Tiefgeschrank, nimm mir ein Eis und muss davon nicht quatschen, plus. Weißt ja nicht, was wir im Schrank haben. Ich war heute erst einkaufen, denk dran. Das schiebe ich mal noch ein paar Tage vor mir, ja, das Einkaufen wieder. Nee, ich musste uns. Wäre es dieses Wochenende vielleicht doch ein bisschen knapp geworden. Ich habe es dann lieber heute Morgen in der Frühe gemacht, weil da war es noch schön angenehm kühl. Wenn ich jetzt losgehen müsste, boah, nee, danke. Ich gehe ja mit dem Rucksack los und hast dann einen nassen Rücken wie sonst was, ey. Ich möchte jetzt lieber nicht auf mein Thermometer gucken vom LKW. Also wenn ich auf das gucke, was ich hier im Wohnzimmer hängen habe, dann der hat schon wieder stramme 30 drauf. Ossi, bist du schon in der Nähe von mir? Ich guck gerade. Jetzt am schnellsten zu dir komme. Okay. Über die Straße, würde ich sagen. Einfach geradeaus weiter, ja. Ich muss mich gerade zusammenreißen, jetzt gerade nicht das zu sagen, was mir gerade im Kopf rumschwirrt. Ich glaube, raus. Nee, Matze, glaub mir, das willst du nicht. Hau raus. Ich hab nämlich das im Kopf, was du mir heute gesagt hast. Grütze. Nee? Was, Grütze? Ich sag nur Thema, wo Matze jetzt gerade steht. Ach so, ja, okay, lass es mal über sein. Gut. Okay. Weil Matze hat nämlich Angst, dass er dann plötzlich Besuch bekommt. Nee, jetzt hast du es ja schon verraten. Nee, wieso? Kann ja auch sein, dass du jetzt bei mir hier in der Nähe stehst und dass ich vorbeikomme. Mhm.
Oder das ach, ist er bei mir in der Nähe? Nein. Nein. Er ist bei Kling in der Nähe. Jetzt hab ich's doch gesagt, scheiße. Oh, Mist, ey. Ja. Tut mir leid, Matze, kannst du mir nochmal verzeihen? Nein. Verdammt. Ausgeschissen. Und ausgekotzt. Oh. Du steckst nur ne. Na da. Pass mal auf. Fahr mal oben in die Ecke, wo der, sag schon. Warte mal. Schick der ihn in die Ecke. Schick ihn mal in die Ecke. Oben sind die Bahn stehen. Minol ist oben die Ecke. Da ist noch ein bisschen was, was machen könntest. Diese kleinen Stellen, weißt du? Die ich nicht machen kann, weil mit den großen Gruppen ist es scheiße. Aber Thema in der Ecke so von wie gesagt, damals in der Schule, wo man sich dann noch in die Ecke stellen muss, mit dem Gesicht in die Ecke rein und diesen komischen spitzen Hut aufsetzen muss. So. Mhm. Du benimmst den Unterricht nicht ab in die Ecke! Mit dem Gesicht zur Wand! Naja, da war noch Zuchtordnung in der Schule. Oder fährst du mal hier hoch und guckst mal, wo überall bisschen was offen geblieben ist, weißt du? Naja, unten hat er jetzt schon was gefunden, aber ich kann es noch schnell rüber. Naja, dann das ist gut. Weil wie gesagt, ich habe jetzt ab und zu mal so Aussetzer. Weiß. Weil wegen groß und so, ne? Hm? Okay. Ich dachte bloß, wenn ich von unten hochkomme, dann kann ich hier auch gleich noch eine Ecke mitnehmen. Wenn ich auch nicht die Spannweite habe wie du, aber... Jetzt will er noch die Ecken mitnehmen, dass der Raum noch kleiner wird. Ai, 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 oh ai. Mann, ey. Du sollst doch die Ecke stehen und lassen. Zu Hause. Was? Ja, kein Flugzeug. Ja, stimmt. Wenn man das natürlich weiß, dass er aus dem Bau in der Nähe vom Flughafen wohnt. Ja, gut, okay, ja, dann versteht man den Gag. Ja, gut, okay. Ich wollte gerade sagen, ich bin zu Hause, Junge. Bis ich dann gedacht habe, ja klar, Flugzeug, ja gut, okay, hm. Passt. Eieiei. Da fühlt er sich richtig heimlich da oben in der Ecke. Also ich glaube, uns steigt die Wärme doch etwas zu Kopf hier gerade. Also doch, dann erstmal eine Eispause. Was? Eispause? Wo? Wann? Wie? Pause, um Eis zu essen, das kommt währenddessen, hallo. Hallo, du weißt doch, Stock und so und zwischen Lenkrad und so. Passt schon. Weil wegen gerade fahren. Wieso, ich stelle mir den Eisbecher hier hin, warte kurz noch eine Minute, das ist leicht angetaut, dann kannst du so mit dem Löffel so zack und. Wenn du dann noch eine Minute wartest, kann das Trinkrauschen rausholen bei den Temperaturen. So schnell geht's nun auch. Mir einen Löffel, kannst du trinken. Ja, so schnell geht das nun auch wieder nicht. So, Feld 4 ist fertig gegrubbert, kann also dann gedüngt werden. Wieso? Ah, ich jetzt hier gerade nicht. Und? Welcher Knopf? Könnte am Alter liegen, vielleicht brauchst du eine blaue Pille. Das hat er jetzt nicht gesagt. Also ich habe nichts gehört, also was soll er denn gesagt haben? Ich lasse es lieber. Ich hatte gesagt, der kommt jetzt nicht. Ich lasse das lieber unkommentiert. Also ist es besser und so. Ja, ist besser und so, weil wegen Jugendschutz und dergleichen. So, wenn man das förmlich ausdrückt, dann ist es sogar noch im Rahmen des Jugendschutzes. Er hat gesagt, er wollte das, diese Hilfsmittel fürs Alter. Bräuchtest du ja schon. Du meinst diese Erektionsverstärker? Genau. Hä?
Aber wer, wann, wo und weshalb Erektionsverstärker braucht, das klären wir in der nächsten Folge. Helga hat schlagartig Schluss gemacht. Wir bedanken uns fürs Zuschauen. Nein, es ist Zeit. Wir bedanken uns fürs Zuschauen und wünschen euch noch einen angenehmen Tag. Tschüss. Ciao.